Sie waren arme Kreaturen, lebten trostlos unter ihresgleichen. Keiner mochte mit ihnen spielen, keiner wollte sie in der Nachbarschaft. Doch es gibt eine Region in Deutschland, da haben sie wieder eine Chance. Und diese Region lässt sich klar und deutlich eingrenzen. Sie reicht von Plauen bis Rügen und von Halberstadt bis Frankfurt-Oder. In von Kleinstarbeit aufgebauten Reservaten und mit guter Betreuung seitens der Oberförster und der Mitbewohner können und dürfen sie sich wieder frei bewegen und vermehren. Zäune werden weggeräumt, Flinten in den Schrank gestellt und die Maulkörbe in den Keller gepackt. Endlich wieder freier Auslauf. Und das sieht man dann auch in Gegenden wie Reinhardsdorf-Schöna, Görlitz und Bautzen. Sie sind mitten unter uns. Andere Spezies werden verjagt und jüngere für die eigene begeistert. Unterschlüpfe werden für Rudeltreffs errichtet und die Rudelsführer werden mit anderen Rudelsführern gleichgestellt. Die anderen Rudelsführer sind zwar demokratisch, also von einer anderen Gattung, aber unsere beinahe ausgestorbene Spezies setzt sich immer wieder durch und so wird es nicht lange dauern, bis sie wieder in der Überzahl ist. Die Gegend bekommt ihr wunderschönes, erdiges, ehrliches Braunwild zurück. Und das leichter, als die Oberförster dachten. Hat man sie doch lange in den Reservaten beobachtet und nur vereinzelte Exemplare gesehen, ohne daran zu denken, dass noch viele sich im Dickicht aufhalten. Aber die Spezies muss noch kämpfen. Gegen linke Vögel und solche, die nicht wissen, was es heißt, dass man sich seit 45 immer wieder als Minderheit in der Nahrungskette durchboxen muss. Aber auch das wird ihr gelingen, denn linke Vögel gab es lange genug. Man möchte eine klare Linie, einen Weg begehen, auf den nur eine Rasse gehen kann. Begleitet von der Angst vor der Abgrasung der Weidegründe durch Fremde. Tja, wer hätte das gedacht? Eigentlich fast jeder. Nur fast jeder hat auch nichts dagegen getan, nicht einmal die Oberförster. Und so kann man nur hoffen, dass das Braunwild nicht wieder die Herrschaft im Wald übernimmt und die demokratischen Spezies verdrängt.